Es ist immer wieder schön, euch zum Replay of the Week begrüßen zu dürfen. So auch heute wieder mit dem Löwen. Damit herzlich willkommen zum heutigen Let's Play von World of Tanks mit dem Löwen. Und wir sehen hier Matchmaking 9er, 8er, 7er Gefecht. Also er ist hier mit Tier. Anhand der Kringel ums Rohr sieht man aber schon, yo, den Löwen, den hat er schon 1, 2, 3 Mal gespielt. Von dem her dürften wir heute was Ordentliches erwarten dürfen. Und so ein paar kleine Mini-Spoiler. 2154 Basiserfahrung wird er am Ende der Runde gesammelt haben. Und 210.000 Credits wird diese Runde einbringen. Also, die Fakten sind schon mal nett. Den Rest will ich euch noch nicht verraten, denn so ein bisschen Überraschung soll ja auch noch drin sein. Macht er hier die ersten Gegner nicht auf, aber hat sich schon mal im Visier. Leider aber da noch nicht die Möglichkeit drauf zu schießen. Deswegen fährt er da noch ein bisschen vor. Was auf jeden Fall sehr positiv und sehr angenehm für die Runde ist. Es ist keine Art im Spiel. Damit kann er hier ein bisschen anders spielen, als man es vielleicht sonst machen würde. So, jetzt hier der T54-T1. Der hat schon mal eine bekommen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie böse erwischt. So, jetzt hat er ihn gekettet. Da hat er sofort aber wieder die Kette repariert. Und jetzt denkt er sich, na, der wird ein bisschen knapp. Deswegen, ja, nehme ich halt den Tiger P. Und da hat er gleich den Schaden angebracht. Die Su ist weiter auf ihm drauf. Da muss er aufpassen. Tiger P immer oben auf den Turm ballern. Nicht auf die Wanne. Denn anders als bei vielen anderen Deutschen ist der Turm eben die Schwachstelle und nicht die Wanne. So, jetzt weiterhin der Blick auf die Su gerichtet, weil das so der aktuell einzige Panzer ist, der ihm hier ein bisschen gefährlich werden kann. Ja, und die lurcht schon immer um ihn rum und der T-44 kackendreist, wollte es hier versuchen. Jetzt muss er aber aufpassen, nicht zu weit da hochzufahren, denn sonst bekommt er da noch Hits, so wie es schon gerade geschehen. Jetzt konnte er endlich mal die Su beschießen und Su prallt weiterhin ab. Also er hat hier jetzt gerade eine gute Stellung, kommt hier mit dem Löwen sehr gut zurecht. So, Su hat eigentlich die Schnauze voll, bekommt aber nochmal eine. Seitlich will es der T-44 vielleicht nochmal probieren. Auch der IS-2 will da mal gucken, was so passiert. Aber keiner, der jetzt wirklich drüber fährt, weil klar, wer drüber fährt, der hat natürlich am Ende des Tages eigentlich ein Problem, weil das jeweils gegnerische Team da covert. Aber IS-2 war schon ein bisschen zu weit oben, dementsprechend konnte er hier auf den Turm gut wirken und hat ihn auch sofort durchschlagen. Und was hat er denn da? Ein AT-15. Der AT-15, der hat es noch nicht so auf dem Schirm, dass er da beschossen werden kann. Aber schade, jetzt hat er den nicht durchschlagen. So, AT-15 guckt, aber da oben, da wo er jetzt drauf gezielt hat, das ist der Weak Spot, für den solltet ihr gehen. Natürlich ist auch die Distanz immer so ein Thema, aber da oben kommt man immer gut zurecht. So, jetzt wollte er dafür das Laufrad gehen, hat ihn zwar auch ketten können, aber eben ohne Schaden. Nochmal den Wirkungstreffer und mit dem nächsten Schuss sollte er dann vielleicht schon den Killshot landen können. Wäre wichtig, damit steht es nämlich 6 zu 6. Oh, Schwede
STRV, der ihn da beschießt. Da muss er aufpassen. Hat er hier den Tiger, den er da beschießen will, aber scheinbar pusht er jetzt auch auf den IS-3. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr riskant, denn da wird er von mehreren Seiten dann beschossen. So, jetzt hat er den Tiger doch wieder für sich entdeckt und der Snapshot, der funktioniert, nicht eingeaimt, gerade mal so die Kanone rübergebracht und schon war er weg. Und der Gegner wird jetzt sehr mutig. Der T-44 hat jetzt hier den Tiger P rausgenommen, hat dafür viel riskiert, aber wurde da belohnt und ja, jetzt kommt der auch an. Sehr gut. Black Prince T-44 mit dem Munitionslager vernichtet. Und jetzt wird er hier eingekesselt. Von mehreren Seiten bekommt er jetzt Druck. Jetzt wird es richtig schwierig langsam. Deswegen er konzentriert sich weiterhin auf den IS-3. Dass er da oben auf A9, A0 den IS-3 hat, bringt ihm mal gar nichts. Deswegen pinkt auch der Black Prince da. Und setzen wir mal, was er um sich rum hat. IS-3 konnte er durchschlagen, aber hinter ihm jetzt auch noch der Ru aus der eigenen Basis heraus praktisch. Deswegen denkt er sich, scheiß drauf, dann gehe ich halt jetzt für den IS-3. Dann habe ich wenigstens nur noch einen Gegner, statt 3 oder 4. Nimmt jetzt auch geschickt hier das Wrack als Deckung. Und da kommt jetzt immer gut vorne drauf. Nochmal ein bisschen gerammt. Und jetzt oben auf den Turm. Und da macht er ihn eiskalt weg. Sehr schön gemacht. Gut den Infight gesucht und perfekt ausgespielt. Und da sieht man, dass eigentlich ein Löwe, der jetzt nicht unbedingt so immer für die erste Reihe und in den Infight gedacht ist, durchaus brillieren kann, wenn man ein bisschen mit Köpfchen spielt. So, jetzt soll der IS-2 dran glauben. Da kriegt er nur den Turm rein, aber sehr schön. Den hat er da durchgesemmelt. Vielleicht nochmal so einen. Oder der IS-2. Oh, der hat er Glück gehabt, dass er kurz bevor er fertig geladen hat, nochmal zurückgefahren ist. Man sieht schon, der KV-3-Turm, ein einziges Sieb praktisch schon. Das, oh, oh, oh. Ja, nochmal. Jetzt braucht er noch einen solchen und dann war es das auch schon. IS-3 kommt jetzt endlich daher und verkackt. Jetzt will es der Ru probieren. Sehr schön, dass er den jetzt da ketten kann. Und jetzt nimmt er ein bisschen Schwung und rammt ihn da weg. Perfekt gemacht, dass er den direkt gekettet hat, weil wenn der Ru ihn umfahren hätte, dann hätte es vielleicht nochmal deutlich unangenehmer werden können. Und zack, auch den KV-3. Da kennt er nichts, nimmt auch den sofort raus. Der 6. Kill, den er hier hat. Der Krieger ist am Start und auch der Schwede bekommt jetzt nochmal sein Fett weg. 2 mögliche Gegner Kills sind noch drin mit dem STRV und dem IS-2. So, der IS-3, der gefühlt die Runde schon nicht so viel gerissen hat, tut ihn jetzt hier noch ein bisschen anschubsen, aber tut nicht zur Sache. Den Kill hat er. Und jetzt noch den. Dann geht er für die Radley Walters und krönt die Runde perfekt. Ja, der IS-3 schießt mit HE drauf. Sein Glück. Somit kann er sich jetzt den IS-2 holen. Und mach's, Junge. Und er macht's. Und holt die Runde nach Hause mit 7173 Schaden. 2640 geblockt. Wirklich eine perfekte Runde. Und dafür gibt's auch die ordentliche Credit-Ausbeute. Damit war es auch wieder diese Woche mit dem Replay of the Week und dem Löwen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Gute für den Start in die nächste Woche. Euer Alcaramba.